wieder Zeit für das Neuzugänge-Video. Also, willkommen zum Neuzugänge-Video. Willkommen zu den Neuzugängen. Hallo ihr Leseratten, willkommen zu den Neuzugängen für Juli 2019. Juli ist schon wieder das halbe Jahr vorbei. Mehr. Mehr schon? Ja. Ich freue mich auf Adventskalender öffnen. Ja, ich brauche auch Adventskalender. Ich muss gucken, das braucht ja drei Fragezeichen und Bibi und Tina Adventskalender. Wir brauchen also auf jeden Fall normalen Standard-Schoki-Kalender. Nein, der ist wichtig. Dann kriegen wir von den Eltern bestimmt wieder Ikea und C&A oder so. Oder nur eins von beiden, was weiß ich. Und den von Real. Der ist richtig gut. Mit den ganzen kleinen Sachen da drin, das ist super. Oh, bald ist es soweit. Ja, aber hier sitzt gerade gar nicht um. Es sind so ein paar. Also der Monat ist ein bisschen ausgeartet, muss ich mal sagen. Ja, aber auch auf dem letzten Drücker nochmal ausgeartet. Dauerhaft ausgeartet. Also es war eigentlich ständig ausgeartet. Aber ich kann doch erklären, warum. Und dann waren noch zwei Sachen, die nicht geplant waren. Also eigentlich waren viele Sachen nicht geplant, aber was genau machst du da? Du siehst ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Er schleicht. Da geht's lang. Er schleicht. Ach so, das Ding. Okay. Wir haben das überhaupt gar nicht. War da was? Nee, nee. Quatsch. Wie du da vorbeigekommen bist. Mich sieht keiner. Ja, ja, nee, ist klar. Also, na dann, wir haben auf jeden Fall was zu tun. Also, setzt euch hin, macht euch bequem. Habe ich was zu essen, was zu trinken, das dauert länger. Genau. Gut, fangen wir an mit dem ersten Rätsel-Exemplar, dem ersten E-Book tatsächlich auch. Und zwar von Stefan M. Rotha, Im dunklen Holz heißt das. Habe ich vom Verlag bekommen zu rezensieren. Wo die Schatten der Vergangenheit lauern. Der fesselnde Thriller Im dunklen Holz von Bestseller-Autor Stefan M. Rotha als E-Book bei Dotbox. Nach einem Burnout zieht sich die Journalistin Sophie von Wiedenthal in die Abgeschiedenheit eines einsamen Dorfes zurück. Dort stößt sie überraschend auf die berühmte Schriftstellerin Dorothea Helmke, die sich seit Jahrzehnten von der Öffentlichkeit abschottet. Sophie wittert eine einmalige Chance und überredet die ältere Dame zu einem Exklusivinterview. Dabei stößt sie auf ein dunkles Kapitel in der Vergangenheit der Schriftstellerin. Ein Tabu, über das niemand spricht. Während Sophie zu recherchieren beginnt, häufen sich merkwürdige Vorfälle im Dorf. Doch die Gefahr, in der sie längst schwebt, erkennt Sophie erst, als ein Mord geschieht. Wird sie das nächste Opfer sein? Ja. Klang irgendwie sehr interessant. Ja. Dachte ich mir, ja, nehme ich. 320 Seiten, okay. Mal schauen. Mal gucken. Das nächste Buch haben jetzt garantiert auch ganz, ganz viele schon als richtiges Buch. Ich habe es nur als E-Book, aber ich fand es gut, dass es bei NetGelly man anfragen konnte und ich es auch bekommen habe. Ich bin sehr gespannt darauf. Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Der kommt mir ein bisschen bekannt von der Name. Was, Cornelia Funke? Nee, der andere. Achso, den anderen kenne ich nicht. Ich glaube, da muss ich zu Hause mal gucken. Ich habe gerade überlegt, ist das der Autor von Puerta Oscura? Liest du vor? Ja. Ich gucke nach. Ich lese vor. Spanien 1944. Ophelia, oh, ist das ein schöner Name. Ophelia finde ich so schön. Ich habe auch einen guten Namen, aber das Buch ist nicht so gut. Ophelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr neuer Stiefvater stationiert ist. Für den grausamen Hauptmann ist der dichte Wald lediglich ein Versteck für untergetauchte Widerstandskämpfer. Nee? Hm. Ah, okay. David Lanzo. Ah ja, aber auch so ein merkwürdiges. für den grausamen Hauptmann ist der dichte Wald lediglich ein Versteck für untergetauchte Widerstandskämpfer. Für Ophelia wird er eine Zufluchtsstätte vor dem unbarmherzigen Stiefvater. Ein Königreich voller verzauberter Orte und magischen Wesen. Ein geheimnisvoller V stellt den Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die langgesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ophelia in eine fantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse siegen? Tadam. Tadam. Ich habe gesehen, dass auf Audible das Hörbuch gute Bewertung hat. Ach, es klingt schön. Ophelia ist so ein schöner Name. Oh. Ja, aber es klingt auch wieder ein bisschen fantastisch. Ja, genau. Und so. Herr Cornelia Funke. Ne? Ja, ja, stimmt. Da weiß man eigentlich schon, kann man das Geld investieren für eigentlich Cornelia Funke. Genau. So,
Dann ging das Chaos los. Ich brauchte Nachschub für meine Buchreihe, für die eine von zwei. Liebesschwüre und andere Katastrophen. Das ist dieses hier. Von Bianca Mintekönig. Hat sie vergessen. Genau. Kiki und Mike sind endlich wieder vereint. Eigentlich könnte Kiki jetzt auf rosa Wolken schweben, doch dann kommt ausgerechnet Gilda aus Irland als Austauschschülerin zu Mona. Und auf die ist Kiki total eifersüchtig. Ja. Alarmstufe Rot bei den Pepper Dollies. Freche Mädchen, freche Bücher. Genau. Keine Fresse. Geh neulich. So, dann gab es eine Leserunde auf Lesejury und mich hat das Cover und die Inhaltsangabe total angesprochen und deswegen musste ich da mitmachen oder beziehungsweise mich dafür bewerben, ob ich mit zu mitmachen. Ihr seht es ja hier und ich finde, dass man soll ja sowas nicht sagen, ne? Aber es hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Manuela. Ja, deswegen habe ich auch gedacht, das muss ich unbedingt haben. Okay. Und zwar ist es Das Glück hat viele Seiten von Ella Zeiss und Ellen McCoy. Ja, es ist die gleiche, glaube ich. Ich glaube, sie hat zwei verschiedene Namen, deswegen haben die das hingeschrieben. Stimmt, hier steht ja auch nur Ella Zeiss. Ella Zeiss. Ein Laden voller verstaubter Bücher in einem Dorf in der Eifel. Was hat Tante Marley sich nur dabei gedacht, ausgerechnet Hannah ihr Geschäft zu vererben? Seit 10 Jahren hat sie kein Buch mehr angerührt und das aus gutem Grund. Zum Glück ist mit dem attraktiven Geschäftsmann Ben schnell ein Käufer gefunden. Alles könnte so einfach sein, würde der ordentliche Buchclub sich nicht mit allen Mitteln gegen den Verkauf wehren. Der örtliche Buchclub. Der örtliche Buchclub. Warum ist der jetzt ordentlich, der Club? Auch Hannah erliegt bald wieder der Magie der Bücher. Rasch entbrennt ein Kampf um die Zukunft des Buchladens, bei dem zwischen Hannah und Ben heftig die Funken fliegen. Eine Geschichte über alte Wunden und neue Träume zum Schmunzeln und Dahinschmelzen und eine Liebeserklärung an das Lesen. Jo. Ich mach das mal jetzt so, denn... Ja. Zettelwirtschaft. Das sind ja nur 3 E-Books. Der Rest sind ja alles mal richtige Bücher. Richtig. Und zwar... Brauchst du wieder Nachschub für meine andere Buchreihe? Von Chantal Schreiber. 4 Hufe und ein falscher Kuss. Mensch. Von 2. Soll ich vorlesen? Ja. Lieber nicht. Obwohl, das andere hätte man jetzt auch nicht vorlesen dürfen eigentlich. Fällt mir gerade so ein, weil man da einiges verrät. Ich glaube, das macht jetzt, liest jetzt auch nicht jeder unbedingt wahr. Okay, also, ist Fortsetzung vom ersten Teil. Aber nicht das, was ich habe, oder? Ja, das ist der zweite Band. Who the fuck is Vic? Ist das der, in den sie so verliebt ist aus der Schulband? Na, warte ab, da bist du wahrscheinlich ja noch gar nicht. Toll, dass sie sich gespoilert. Who the fuck is Vic? Ja, das ist Vic. Okay, gut. Ich gucke in die 3. Nein, ich lese gerade den ersten Teil. Und ich brauche Nachschub für die erste Reihe. Wieder von Bianca Mintekönig, hatten wir vorhin auch schon, komisch, ne? Ja. Schulhofküsse und andere Katastrophen. Und da, wo ich das gekauft habe, kommen auch noch so ein paar andere Bücher her, weil da gab es noch ein paar mehr. Um was zu vervollständigen und überhaupt. Und also, bin ich froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Ich habe nur das vergessene Buch aufgeschrieben. Oho. Damit ich es nachher noch eintragen kann. Das hier? Das da. Ich hatte nämlich vergessen, eine Liste aufzuschreiben. Das heißt, ich muss hier auch nochmal ändern. Müsst ihr euch mal vorstellen. Betty, ja, die alles durchplant und durchorganisiert, hat in ihrer Liste ein Buch vergessen. Ja, und deswegen ist ja so nochmal gestiegen um 1. Und zwar wieder von Bianca Mintekönig. SMS aus dem Jes. Ja, Liebe und Geheimnisse, von denen habe ich noch gar nichts. Das würde ich schon länger mal haben. Das ist schon so oft ins Auge gefallen, dieses Buch. Aber ein eiskalter Schauer durchfährt Conny. Das Bildnis der jungen Frau auf dem alten Grabstein zieht sie magisch an. Meine einzige Liebe, Wilhelm, steht da drunter. Wer mag dieser Wilhelm gewesen sein? Und wer diese Frau, die er so liebte? Conny unternimmt alles, um Licht in die Geheimnisse zu bringen, bis plötzlich rätselhafte Warnungen auf ihrem Handy eintreffen. Nachrichten aus dem Jenseits? Das ist doch ein Halloween-Buch. Wollte ich gerade sagen. Das ist doch für dich ein Halloween-Buch. So, oh, jetzt kommt ja was anderes. Dann gab es in diesem Paket, wo eh schon 11 Bücher drin waren,
Wir haben einen Blog, das jetzt weiß. Das sind die, ah. Okay. Dann waren da einfach noch zwei weitere Bücher drin, die ich nicht bestellt hatte. Zum Welttag des Buches 2014. Ja, ist das süß. Ich schenke dir eine Geschichte, und zwar die Jagd nach dem Leuchtkristall Thilo. Von Thilo. Das ist der Autor. Ach so. Irgendwie. Das wird nichts, was du dann machst. Du kannst da nicht in die Linse klickern. Du musst oben rauf. Also das verstehe ich nicht. Warum wird das scharf, wenn man da oben rauf drückt? Weil es ein Touch-Display ist und das fokussiert dadurch. Aber er sieht ihn doch auf hier. Ja, ja. Aber das ist trotzdem, wie jetzt, wenn man hier oben drauf drücken würde, beim Fotografieren, damit es scharf stellt. Ja, es ist dann halt das Touch-Ding, das macht da fokussiert. Genau. So, gucken wir mal. Was ist denn das Schöne, was man hier umsonst mitbekommen hat? Erlebe eine abenteuerliche Reise in das geheimnisvolle Reich unter der Erde. Entdecke das Abenteuerlesen. Ein rätselhafter Brief führt die Zwillinge Anne und Christian in den Laden des Uhrmachers Stanislaus. Der kauzige Mann gerät in helle Aufregung, als er erfährt, dass Arax den Leuchtkristall von König Konfuzius gestohlen haben und das Erdreich in Finsternis zu versinken droht. Doch bevor er seinem Volk zur Hilfe eilen kann, wird er von einem Chiemling entführt. Ich verstehe nur Bahnhof. Noch liegt das Schicksal des Erdreichs in der Hände von in den Händen. Oh, langsam. Nicht die Hände, sondern in Händen von Anne und Christian. Mit den Unterlagen zum großen Preisausschreiben. Herausgegeben von der Deutschen Post AG. Ach, das ist auch schnell gelesen. Ja. Ein Tagesbuch, noch nicht mal. Was war das? Wie ist er denn? Das Ding aus dem Sumpf, Kapitel 5. So, das sieht aber eklig aus. Das hast du auch gekriegt. Genau. Ich schenke dir auch wieder eine Geschichte, und diesmal aber Der Wald der Abenteuer von Jürgen Banscherus. Genau. Die Nachtwanderung im Wald sollte der Höhepunkt der Klassenfahrt werden. Doch dann stürzt einer der Schüler so unglücklich, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden muss. Hannes und Greta, die sich heimlich von der Gruppe entfernt haben, bleiben allein im Wald zurück. Hänsel und Greta! Wie sollen die beiden jetzt zurück ins Schullandheim finden? Ach, schön. Wo suchen sie am besten Schutz vor dem aufziehenden Gewitter? Sag mir nicht, da kommt eine Hütte. Und woher kommen diese unheimlichen Geräusche? Noch ein Halloween-Buch. Cool. Muss ich mir merken. Ach, das ist schön groß, und dann sind immer so kleine, die Schutzhütte. Ja, ich sag ja, da kommt bestimmt eine Hütte vor. Das ist Hänsel bestimmt so ein umgeschriebenes Hänsel und Gretel. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Nee. Das klingt doch auf jeden Fall auch ein bisschen unheimlich. Schön, aber jetzt kommt das Schönste. Ist das mit dem Duftcover? Ja, musst du reiben. Das habe ich ja in dem Video gesehen. Ja! Oh mein Gott! Und es riecht wirklich. Weihnacht. Ich freue mich schon. Weihnachtswichtel, liebes Chaos. Und es sieht auch so süß aus. Es ist so ein ganz kleines Mädchen. Ja. Freche Mädchen, freche Minis. Lucilla versucht alles, um Timo beim Wichteln zu ziehen. Weiter erzähle ich nicht, weil das sind immer dieselben Namen. Das sind immer alles irgendwelche... Naja, das ist irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar ein, wie nennt man das denn, Spin-off, keine Ahnung. Ja. Wo halt, eigentlich gibt es ja diese Jojo-Reihe von Hortense Ulrich. Und das ist die beste Freundin von Jojo. Oh. Reibt man nicht alles weg. Ja, das riecht so ein bisschen wie so Weihnachtsraumspray, was man sich so kauft. Ja, ja, genau. So ein bisschen zimtig, ein bisschen Bratapfel, apfelmäßig. So typisch Weihnachten. Ja. Och, ist das schön. Oh, hätte ich gerne das Poster. So. René Carté ist dran jetzt. Ja, welche der erste Reihe? Band, denn, also eine neue Reihe, aber irgendwie sind wir da falsch rum. Das andere ist zuerst. Das hier? Nehmen wir das zuerst. Warum ist es andersrum? Die Autorin bleibt die gleiche. Ja, ich habe es auch schon. René Carté. Das ist nämlich die neue Reihe, wo ich schon den dritten Band hier habe. Und jetzt habe ich den ersten Band und den vierten, wenn ihr gleich sehen werdet. Und ja, das heißt, das kannst du sogar vorlesen. Herzflüstern heißt das. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Reihe heißt, aber ist ja auch lustig. Katastrophe. Hallo. Wegziehen aus den USA und dann auch noch ins mecklenburgische Polchow. In Wien? Carla ist entsetzt. Doch es kommt noch schlimmer, denn neben ihrer besten Freundin Amy muss sie auch noch Star, ihr über alles geliebtes Pferd, zurücklassen. Das bedeutet Weltuntergang. Bis
sage, das ist das Gegenteil von Die Hufe. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Bis Carla Felix von der benachbarten Happy Horse Ranch kennenlernt. Und mit einem Mal ist alles ganz anders. Immer wenn sie sich sehen, schlägt Carlas Herz Purzelbäume. Ob es ihm genauso geht? Ja, hier geht's von Amerika. Ist es Amerika. Jetzt ein Pferd oder ist es jetzt ein Mensch, den sie da sieht? Keine Ahnung. Von Amerika nach dem mecklenburgischen Polchow. Ja, ohne Pferd dahin und dann geht's zum Pferd. So, und dann kommt das. Der vierte Teil ist genau. Das. Ah, Herzrivalen. Da mag ich das mit dem Pferd nicht. Das gefällt mir nicht. Sieht aus, wenn teilweise Fotos und richtige Sachen zusammengemischt werden. Ja, genau. Und das finde ich auch nicht so toll. Das ist aber bei ihr irgendwie ständig gewesen, bei den ganzen Büchern, die ich von ihr habe. Achso, das lese ich jetzt auch nicht mal. Nee, das ist Band 4. So. Das ist ein Einzelband. So, Sabine Booth und Frank M. Reifenberg. It's Showtime, Meg. Jawohl, die Figuren, die haben auch immer alle die gleiche Illustratorin. Ja. Drück mal da auf das Ding. Das nervt mich andauernd. Letztes Mal hat schon jemand geschrieben. Die sind immer unscharf. Also das schreibt ständig jemand. So, seht ihr, ja. Ich komme da gar nicht ran, um das immer scharf zu machen. Also stellt euch einfach vor, wie das Cover aussieht. Habt euch nicht so. Und wenn es euch stört, dann schickt eine neue Kamera als Geschenk. Ha, Nelly. Ich muss wahrscheinlich eh bald eine neue holen. Schätze ich. Nelly hat Mick bestimmt schon 100 Mal geküsst. Allerdings nur auf der Bühne im Schultheaterstück. Das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Nicht mehr nur Romeo und Julia hier. Nee. Also jetzt schon komm. Alles auf eine Garde setzen. So, welche Reihe von den ganzen Büchern. Das ist ein. Eigentlich Einzelband, ich sag gleich da was dazu. Von Brings Kömmerling. Brings und Kömmerling, das sind zwei verschiedene. Das sind Thomas Brings und ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Musst du da hinten gucken? Ganz hinten. Ach, ganz hinten stehen die dann? Dann stehen Anja. Anja Kömmerling und Thomas Brings. Was ist denn das? Was? Der erste Satz. Ja, cool. Ja, gleich durchgeflogen, ey. Scheißbuch. Kacke, machen wir keine Werbung für. Oh, herrlich. Ja, das ist wie ich, ne? Also, alles Machos außer Tim. Bringst du Kamali. In einen Fußballer verlieben? Nie und nimmer hätte Ruby gedacht, dass ihr das passieren könnte. Die haben doch alle nichts im Hirn, oder? Ja, und eigentlich, wie gesagt, ein Einzelband, aber ich habe herausgefunden, dass es die gleiche Geschichte auch noch aus Tims Sicht gibt. Alles Hühner außer Ruby. Damit man auch mal... Die Emma bitte kennenlernen. Genau. Aber jetzt weg von den Jugend-Kinderbüchern, sage ich mal, kommen wir mal zu... Richtigen Jugendbüchern. Jugendkrimis, ja genau, Jugendthriller, genau, richtig. Ich weiß auch gar nicht, welche Reihenfolge das war. Der Erdbeerpflücker ist der erste. Der erste habe ich ja gar nicht da drin. Der ist ja schon fertig. Achso, okay. Dann weiß ich weiter nicht. Dann müsste das Mädchenmaler sein. Ist ja auch völlig egal. Es ist völlig egal, weil die gehören eh zusammen. Wir können genau. Die eh nicht vorlesen. Genau, das ist es. Also von daher, sie hat für wenig Geld. Maximal 63 Cent. Hat sie die Reihe von Monika Feeth sich gekauft. Was war jetzt? Der Erdbeerpflücker war Teil 1. Genau. Das und ist bei 2. Aber wie genau, jetzt hat sie noch den Mädchenmaler. Der Schattengänger, der Scherbensammler und der Sommerfänger. Juhu! Hat sie die Reihe ist denn komplett? Nee, da fehlen noch zwei. Fehlen noch zwei. Die gab es leider nicht mehr. Ja, aber das ist ja schon mal aber es ist schon für ordentlich. Den Preis. Genau. Das und sie soll ja gut sein. Also den Erdbeerpflücker habe ich ja auch gelesen. Fand ich okay, aber es war ja, jetzt nicht so. Ja, aber ich war trotzdem, wenn es weitergeht mit denen und von daher. Bei dem Preis kann man ja nicht meckern. Was will man denn dann? Da braucht man dann auch nicht überlegen. Ja, nein, ja, nein. Das habe ich mir auch gedacht. Und dann kriegt man noch zwei Bücher geschenkt, wenn man so viel kauft. Genau, und die klingen auch nicht schlecht. Und das Beste war ja noch, ich habe ja so viele Bücher gekauft. Und wenn man, ich glaube, 10 Bücher oder so kauft, dann bekommt man eh schon eins gratis, das günstigste. Und das heißt, ich habe quasi 3 Bücher gratis. Mhm. In den ganzen. Also 10 Bücher gekauft, bezahlt und 3 Bücher wird noch dazu bekommen. Genau. Und diese 2 kleinen Goodies, die klangen ja auch ganz nett. Genau, ne? Fand also ich auch. Von daher... mal von diesen, die kriegt man ja nur als Kind sonst. Ja, ja. Die kriegt man ja nur geschenkt als Kind und dann kann man. Das habe ich auch mal so. Genau. Und die klingen dann nicht schlecht. Ja. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu den Kinderjugend. Die zweite Reihe musste fortgesetzt werden.
Habt ihr noch einen Überblick drüber? Ich nicht. Ich halte jetzt einfach nur noch die Bücher in die Kamera und Band 3. Ich weiß nicht von welcher Reihe. Auf jeden Fall ist es Band 3 von vier Hufe. Von irgendeiner Reihe. So, Chantal Schreiber. Von Maxi. Maxi-Reihe. Vier Hufe und ein Kuss hoch 2. Genau. Der wievielte Band ist? Der dritte. Von dem, was ich lese genau. Jetzt. Genau. Siehst du ja nur an den vier Hufen. Das fängt immer mit vier Hufen an. Ah, ja. Achso, dann darf ich das nicht lesen, weil genau. Dann spoiler ich wieder nicht selber. Spoiler. Spoiler ich mal wieder selber. So, dann kommt noch eine kleine Anthologie, die damit bei. Vor allem das Witzige war ja, ich habe ja die beiden Bücher gekauft. Und da kam nur eins an. Ich dachte so, wo ist das zweite? Hast du es extra abgeschickt? Kann ja sein. Einzeln? Nö, hat sie übersehen, dass ich zwei Bücher gekauft habe. Dann kam nur ein zweites an. Sie hat übersehen, dass du zwei Bücher gekauft hast. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du 10 bestellt hast und sie hat eins vergessen. Nee. Sie hat zwei Bücher bestellt. Ja. Eins abgeschickt. Und dann kommt andere hinterher. Okay, also, kann man weißt, machen. Bei dem anderen bestellst du 15 Bücher, kriegst noch 3 umsonst dazu. Ja. Also, liebe Schuss, 11-Meter-Kuss. Also bei den Namen für die Bücher sind sie auch immer sehr kreativ. Ja. Aber das ist eine Anthologie mit mehreren Kursgeschichten. Ah, also kann ich das hier mal vorlesen. Genau. So romantisch war Fußball noch nie, das glaube ich. 6 freche Geschichten für alle, die an Liebe auf den ersten Kick glauben. Von der Bestseller-Autorin Sabine Both, Martina Sahler, Chantal Schreiber, Hortense Ulrich, Irene Zimmermann und dem Team Brings und Kömmerling, die 37-Jährige, die... auch mal jung war. Die auch mal jung war. Stand in dem anderen Buch, wo ich gerade mich so aufgeregt hatte. Da steht blablabla Kümmerling oder Kömmerling ist 37 Jahre und war auch mal jung. Wähle einen Finger. Ja, genau. Ach so, also so ein paar Kurzgeschichten genau. Über Fußball. Naja. Also Liebe und Mädchen, junge Leute. Ich denke, es ist nicht ganz so viel Fußball. Es ist vielleicht schon ein bisschen, aber... Ja, aber so 30, 40 Seiten pro Geschichte, das ist doch schön. Mehr in zweiter Anthologie übrigens. Das sind auch teilweise das, was in den kleinen Minis drin ist, sind dann manchmal als Anthologie rausgekommen. Ach so. Es gibt auch eine Anthologie, wo ich schon einige Geschichten kenne, die ich dann immer nochmal lesen werde. Okay. Aber, ja. Jetzt kommen wir auch mal wieder zu erwachsener Literatur. Ausschließlich, glaube ich, ja. Nee, gar nicht wahr. Da unten ist ja schon wieder so ein Ding. Also erstmal kommen wir zur erwachsenen Literatur. Da hat mich der Verlag gefragt, ob ich es lesen möchte. Ich hatte von der Autorin ja schon ein Buch gelesen, was mir nie so bedingt gefallen hat. Mhm. Aber ich dachte mir so, ich gebe ihr noch eine Chance, vielleicht ist es ja besser. Okay. Obwohl es hinten drauf vielleicht ziemlich gleich klingt, auf den ersten Blick so in die gleiche Richtung gehend. Okay. Aber wir gucken mal. Riley Sager, weil sie ist bestimmt Amerikanerin oder so. Schwarzer See. Genau. Heißt das. Da sieht man die Schatten von 3 Leuten. Der Lake Midnight. Ein einsamer, tiefer See mitten in den Wäldern Nordamerikas. Hier hat sich vor 15 Jahren etwas Schreckliches ereignet, das die junge Künstlerin Emma bis heute verfolgt. Ihre 3 Freundinnen verschwanden eines Nachts. Man fand bis heute keine Spur von ihnen. Jetzt kehrt Emma zurück an den Lake Midnight und dann scheint sich die Geschichte auf grauenvolle Weise zu wiederholen. Wieder verschwinden 3 Mädchen. Glänzend geschrieben, absolut packend. Ein fantastischer Science-Thriller. Unheimlich brillant, voll überraschender Wendungen und Hochspannung. Ich bin gespannt. Und sowas immer schon versprochen wird. Kann stimmen, muss nicht stimmen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen vorgeprägt. Wenn es wieder nichts ist, dann ist die Autorin einfach nicht meins. Passiert. Das kann passieren, ja. Der Autor, ist ja auch schön. Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht, das ist gar keine Frau. Hast du jetzt auch gedacht, das ist ja, eine Frau? Ja, die ganze Zeit. Riley Sager ist ein Pseudonym. Der Autor, in Pennsylvania geboren, ist Schriftsteller, Zeitungsredakteur und Grafikdesigner und lebt in Princetown, New Jersey. Die ganze Zeit immer gedacht, das wäre... Das hier war das andere Buch? Das habe ich gelesen, ja. Ah, ja. Final Girls. Sensationell, sagt aber meine Freundin. Karen Slaughter. Kann sie ja von mir auch sagen. Kann sie ja von mir auch sagen. Das ist ja nicht meine Freundin. Genau. Okay, also Riley Sager ist ein Mann. Naja, mal gucken, ich bin gespannt. Wissen wir wieder mehr. Jetzt kommt das Buch, was ich auf Instagram zurzeit nur noch sehe. Ja, warum auch? Bei jedem. Ich freue mich auf Montag. Blogger, Montag geht's los. Ach, ich habe gestern, nee, heute Morgen habe ich gesehen von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war auf Instagram, der ich folge. Die hat das Cover so abfotografiert und hat nur drüber geschrieben, was soll ich sagen, einfach nur 5 Sterne.
Was soll man dazu auch sagen? Und zwar, alle haben es schon erwartet, Chris Carter jagt auf die Bestie. Band 10, genau. Band 10, Band 10, Band 10. Alter, der 10. Fall für Robert Hunter und seinen Partner Garcia. Ja. Ich lese natürlich nicht vor, was draufsteht. Ach, das kannst du ruhig. Das sind ja mal abgeschlossen. Ah, okay. Im Kopf eines Killers. Robert Hunter weiß, wie Mörder denken. Der Profiler des LAPD jagt die grausamsten Killer. Der schlimmste von allen war Lucien Folter. Oder so, ja. Jeder wie er mag. Ja. Aber man kennt ihn ja schon aus Stille Bestie. Okay. Hochintelligent und gewaltverliebt. Als Lucien aus der Sicherheitsverwahrung ausbricht, folgt Hunter seiner blutigen Spur. Und der Killer lockt den Widersacher mit einem perfiden Spiel in seine Nähe. Ja. Wer ist der Klügere? Wer wird gewinnen? Ich glaube, ich muss auch irgendwann mal, wenn ich wieder Lust habe auf Thriller, das ist der? Ja. Wenn ich mal wieder Lust habe auf Thriller, dass ich mal gucke, Kriminalpsychologe ist er. Deswegen ist dieser Lucien auch angelehnt an jemanden wirklichen, den es wirklich gibt oder gab oder was auch immer. Zumindest bei Stille Bestie war das halt sehr, sehr, naja, wahrheitsgetreu, sagen wir mal. Hat er gesagt, dass da ganz viel Realität mit bei war. Und okay. Das war so übel. Also wenn man bedenkt, dass es irgendwas Wahres dabei war, war das echt nochmal so ein Schippchen schärfer. Mhm. Hier steht, Reihe zugleich die erste Fortsetzung, die ich hier geschrieben habe. Sie knüpft an die Handlung von Die Stille Bestie, den 6. Band der Reihe an, in dem die Geschichte um Lucien und Hunter ihren Anfang nimmt. Mhm. Um diesen vorliegenden Band hier wirklich zu verstehen, würde ich empfehlen, bei Gelegenheit auch Die Stille Bestie zu lesen. Definitiv. Das ist ja schon klar. Das kennt man ja auch. Den Typen ja nicht, weiß nicht, was passiert ist. Ja. Das macht definitiv Sinn. Achso, ich dachte, er schreibt hier mal. Was? Von welchem Fall das irgendwie so ein bisschen. Das hätte mich ja interessiert. Nein, mich als Mörder-Doku. Bei Stille Bestie steht vorne ein bisschen was drin. Ah. Da ist halt ich als Mörder-Doku-Fan, ich hätte dann gleich mal geguckt. Auf YouTube. So. Weiter geht's! Ja, da habe ich Post vom Verlag bekommen, beziehungsweise erst mal E-Mail und dann die Post. Ich nehme jetzt die drei Bücher gleich mal so in die Hand, weil es ist ja letztendlich 1, 2 und 3, genau. Das steht ja auch nur. Dos. Und zwar, die drei neuen Teile sind das, Staffel ne? Staffel 2. Genau. Ich finde die Aufmachung sogar noch ein bisschen schöner als andere. Ja, finde ich auch. Hier haben wir einmal. Ich mal vorne drauf, nicht in der Seite. Hier haben wir einmal die Vorsehung. Nicht die Vorhersehung, sondern die Vorsehung. Genau. Als sich Milana und Anton bei einer geheimnisumwitternden Stiftung. Was? Zum ersten Mal begegnen, ahnen sie nicht, dass dies kein Schicksal ist. Ein Hacker namens Nott scheint im Hintergrund die Fäden in der Hand zu halten. Die Tochter eines russischen Wissenschaftlers und den jungen Schreinermeister verbindet geheimes Wissen. Das ist nichts für mich. Um ganz besondere Türen, die Unmögliches möglich machen. Doch es kommt anders, als Not es plante. Unsterbliche befinden sich auf dem Weg, ausgesandt vor mehr als einem Jahrhundert, um ihre eigene Mission zu erfinden. Na, das klingt überhaupt nichts für aber mich. Aber ist das ein Hacker bei? Ja, Hallo? Der andere Teil heißt dann Wächter. Der sieht dann so aus. Ist auch lustig, dass wir unten anfängt, obwohl ich das ja so in die Reihenfolge hingepackt habe. Naja, ist ja auch wirklich, ich muss welches man zuerst lesen. Wollte ich gerade sagen. Sind das jetzt jemand andere Texte? Ja. Ja. Als sein Lehrmeister überfallen wird, hat Anton keine Wahl. Er selbst muss nun die geheimnisvolle Tür fertigstellen, an der dieser unermüdlich arbeitete. Unermüdlich? Ja. Müdlich. Die uralten. Ja. Aber auf jeden Fall sage ich ja. Die uralten Aufzeichnungen dazu sind verwirrend. Kann die Tür mit Hilfe mysteriöser Steinsplitter wirklich derlei Wunder vollbringen, wie es in den antiken Zeilen beschrieben steht? Und plötzlich nehmen die Angreifer, ich habe keine Lust weiterzulesen, das klingt überhaupt gar nicht spannend, nehmen die Angreifer auch Anton ins Visier, jagen ihn, wollen um jeden Preis verhindern, dass er das Werk seines Meisters vollendet. Wer sind die Gegner? Anton bleibt nur wenig Zeit, um zu verstehen und zu überleben. So, aha. Und dann haben wir noch Energia. Der erste Teil der zweiten Serie wohl. Aber letztendlich. Es ist egal, welche Reihenfolge.
Als Milanas Vater bei einer Explosion in einem experimentellen Reaktor ums Leben kommt, Tschernobyl, stellt sie auf eigene Faust... Mein Kollege! Sag ich ja! Stellt sie auf eigene Faust Nachforschungen an. Der Wissenschaftler hat Aufzeichnungen zu einem rätselhaften Stein versteckt, der aus Splittern eines unbekannten Metalls zusammengefügt werden soll. Eine übermächtige Energie scheint durch ihre Fusion frei zu werden. Und ein internationaler Konzern möchte sich genau diese zunutze machen. Zunutze. Schon ist die junge Russin in größter Gefahr, in der ihr ein Hacker namens Not zur Seite steht. Ach, und der führt sie zu einer geheimnisvollen Tür, die wahrscheinlich der andere selber bauen musste, weil der Chef nicht mehr da ist. Keine Ahnung. Also mich hat ja die erste Reihe schon nicht wirklich interessiert. Ich habe auch immer noch nicht dein Dings gelesen. Dann werdet ihr die auch nächstes Mal mitbringen, weil das reizt mich jetzt auch schon wieder gar nicht. Da langweilen mich schon die Texte da hinten. Ja, ich will trotzdem mal irgendwann wieder weiterlesen, damit es mal vollständig ist. Das sind wenigstens aber, nicht so aber dicke Kollege, Wälzer. Ich war im Tschernobyl! Ja. Das ist schön für dich! Dünnst du mal erstmal ein bisschen aus, okay, dann reden wir wieder. Und hat er irgendwas erzählt, wie es da war oder so? Ja, da kam ich ja gerade reingeplatzt quasi, als er gerade erzählt hat, dass es eben, dass alles einfach stehen und liegen gelassen wurde und überhaupt, dass man, die haben alles, das ist alles so, als wenn man wieder einziehen könnte und keine Ahnung was und ja, schon faszinierend. Und dann habe ich gesagt, von was redet er da eigentlich? Ich habe die anderen nicht mitbekommen. Und dann guckt mich an, ich war im Tschernobyl. Ey, ganz im Ernst, wir geben die Menschen Geld aus, um dahin zu fahren. Für ein Wochenende oder so, ja, war irgendwie. So ein Wochenendtrip. Also, Naja, was würde Wolfgang Holbein wohl dazu sagen? Naja, wir wissen es nicht. Ja, wumm. Warte mal, war das nicht die Fledermaus? Nee, das war Wusch. Ach, das war Wusch. Das war Wusch. Warum heißt du Wusch? Mein Geräusch ist das Letzte, was du hören wirst. Wusch. 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 Also, und zwar hat sie hier auf dem Krabbeltisch hat sie Wolfgang Holbein mit Würm gefunden. Genau. Blöd ist nur, dass ich drauf, inklusive E-Book, dieser existiert gar nicht mehr. Was hast du da gesagt? Die Seite für das E-Book, wo man runterladen darf, kostenlos gibt es nicht mehr. Oh, naja. Muss man das Buch lesen? Ja, nee, aber es wäre ja die Fortsetzung von dem. Es sind ja zwei Bücher quasi. Tief unter der Erde lauert eine Kreatur, die von der Welt verbannt wurde. Die Bedrohung, die sie für die Menschheit darstellt, überdauert Generationen. Und wenn sie das nächste Mal zur Oberfläche durchbricht, wird das Blut ihrer Opfer in Strömen fließen. Wolfgang Holbein hat mit Würm ein unvergessliches Meisterwerk erschaffen. Nun erscheint der Bestseller inklusive E-Book-Fortsetzung. Ja, von wegen E-Book-Fortsetzung. Secret Evolution. Muss ich kaufen, E-Book-Fortsetzung. Das ist nicht mehr von ihm geschrieben, die E-Book-Fortsetzung. Echt nicht? Nein, das ist von Daniel Winkler geschrieben. Daniel Winkler? Quatsch, David Winkler. Den kennt doch keiner so. Doch, die beiden haben Schnäpfe zusammen geschrieben. Hier, N-Word zum Beispiel haben die beiden zusammen geschrieben. Sagt jetzt auch nicht, ich weiß. Der heißt nicht wirklich Carlson. Carlsons Werkstatt befand sich nicht wirklich schräg gegenüber. Hat der auch einen Fäller auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Der hat einen Propeller auf dem Dach. Oh. Magotti. Was haben die denn? Kutschbock des zweifaligen Wahns mit dem Francis? Naja, okay. Ja, ja. So, und als... Ich will ein Buch von meinem Wunsch, das ist streichen. Und ich muss eine Reihe vorsetzen zum Schluss, zum guten Schluss. Schon wieder mal eine Reihe. Die erste Und zwar die von die erste. Wir die Kiki-Reihe. Wir wissen, welche sie meint. Die Kiki-Reihe. Ja, ja, genau. Von Bianca Minte-König. Flirtfieber und andere Katastrophen. Wir wissen doch ganz genau, was sie meint. Die erste Reihe. Darf ich vorlesen? Nein. Oh, ist ja eine Fortsetzung. Aber ich wollte doch sagen, dass Benny so süß ist. Psst, das ist voll gespoilert. Für die Reihe. Aber voll gespoilert. Kinderbuch. Ist mir scheißegal. Ist trotzdem gespoilert. Jungs verstehen. Eine Kiki-Geschichte. Eine Kiki-Geschichte. Aber da ist eine miete Katze. Na, da auch. Ne, das ist eine Ratte. Aber die interessiert mich da. Oder mir aus. Wie auch immer. Wie auch immer.
Irgendwas mit langem Schwanz und kleinen Ohren. Das war also der Stand der Dinge. Die Maus? Also, das waren jetzt, ach, ich muss ja 27 Neuzugänge. Ich muss die Zahl. 27 waren das jetzt? Ja. Naja, muss ich zum Glück nicht alle vorlesen. Ja, die sind ein bisschen ausgerufen, also nur ein kleines bisschen. Meine Finger riechen nach Knoblauch. Wie ist das denn? Weil ich heute Morgen schon gekocht habe. Ah, Knoblauch hab natürlich. Knoblauch muss überall ran. Haben wir bei diesen HelloFresh-Sachen auch überall dran, aber ich finde es ganz furchtbar eigentlich. Aber egal. Ja, 27. Scheint ja mein Haupt. Aber ich möchte an der Stelle sagen, ich habe auch eins bekommen. Aber das heißt eigentlich dann eher August. Das ist August. Das erzähle ich euch dann nächstes Mal. Betty hat mir nämlich eins vom Schrabbeltisch mitgebracht. Ich habe heute kein Brot gekauft für mich. Nee, so, aber von mir. Guck mal, ich kann es euch sagen. Interessiert das sowieso keinen, was ich für Bücher habe oder nicht. Guck mal, was sie mir vom Krabbeltisch als Mängelexemplar gekauft hat. Sommer in St. Ives von Anne Sanders. Ja. Und auch das Taschenbuch ist so schön knautschig. Ein Knautschbuch. Da habe ich mich ganz doll gefreut. Die. Dass sie sich so sehr freuen, würde ich nicht gedacht. Oh, da freue ich mich total. Und ich hoffe, es gefällt dir auch genauso wie mir. Mal gucken. Gut. Und damit war es jetzt mit den Neuzugängen. Wir drehen auf den Lesemonat, der nicht ganz so ausufernd ist wie diesmal. Das war eher Flop-Ass. Aber wie gesagt, bei den Preisen von den Mädchensammler und so weiter, da die Bücher. Ja. Und ich musste ja ganz viel rein immer fortsetzen. Von daher. Von Kiki und Conny und wie sie alle heißen. Kiki und Maxi, bitte. Kiki, Maxi und da war noch eine Conny und ein Vic und ein Bobby. Conny? Und ach ja. Conny hast du. Conny hab ich. Ja, das ist auch Maxi. Maxi ist dann die Reihe, wo Conny vorkommt. Und Vic. Aber den kennst du noch nicht. Nee, Vic kenne ich noch nicht. Das ist sehr frech. Na gut, dann war es es jetzt. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Das stimmt, ich nicht. Sie nicht. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.